Hi, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Ich bin Eva und ich mache YouTube-Videos über sehr, sehr interessante Themen, zum Beispiel vegan oder rohvegan, aber auch viele andere interessante Themen. Und heute wird das Thema sehr, sehr interessant und für mich auch sehr, sehr wertvoll. Nämlich geht es um Dr. Sebi und Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, ein amerikanischer Rapper, der kürzlich ermordet wurde, und Dr. Sebi, ein selbsternannter Gesundheitsarzt praktisch, der nie wirklich Arzt studiert hat, der vor drei Jahren, also 2016, verstorben ist. Und zwischen diesen beiden Personen besteht eine Verbindung, die ich sehr, sehr interessant finde. Und es gibt auch ganz viele Mythen um Dr. Sebi und dessen Tod und Nipsey Hussles Tod. Und damit ihr das alles versteht, werde ich das alles sehr gut erklären. Ich starte mit Dr. Sebi, mit seinem Leben, mit seiner Lehre praktisch und gehe dann zu Nipsey Hussle. Also Dr. Sebi wurde geboren in Honduras 1933 und er war praktisch so ein selbsternannter Heiler und er hat gesagt, er kann sehr viele Krankheiten wie zum Beispiel AIDS oder Krebs oder Depression etc. heilen mit seiner speziellen Diät und mit so einer speziellen Kräutersammlung. Er war auch der Befürworter von der alkalischen Diät, wo man eben auf das Säure-Basen-Verhältnis eingeht. Aber alles werde ich später nochmal genauer erklären. Zu seinem Leben, also er ist in Honduras geboren, aber er ist dann nach USA gegangen und war da ziemlich enttäuscht von der westlichen Medizin, wie man da die Leute behandelt hat, und hat dessen als Antwort darauf in New York seine eigene Praxis errichtet, wo er mit seinen eigenen natürlichen Lehren praktisch praktiziert hat. Er ist dann auch nach Kalifornien gegangen während seiner Berufs- oder Lebenszeit und hat auch sehr bekannte Personen wie zum Beispiel Eddie Murphy oder Michael Jackson oder John Travolta oder Lizzie Lopez Ratschläge gegeben, auch wie sie ihre Krankheiten überwinden können. Schließlich ist er aber dann 2016 verurteilt worden wegen Geldwäsche und ist dann auch zwei Tage später im Krankenhaus verstorben. Und hier gibt es jetzt schon die erste Mythe, praktisch, dass manche Leute glauben nicht, dass er Geldwäsche begangen hat, oder dass er an einer natürlichen Todes, also es ist angegeben worden, dass er an Lungenentzündung verstorben ist, aber manche Leute glauben es nicht, denn manche Leute glauben, dass einfach seine Methoden zur Medizin sehr, sehr von dem Establishment im medizinischen Sektor unterschieden haben und dass deswegen er vielleicht aus dem Weg geräumt wurde, weil er auf natürliche Weise Personen geheilt hat, ohne Medikamente, und deswegen, wenn erstens kann man mit Medikamenten sehr viel Geld machen, und die Mythe besagt eben, dass die Pharmaindustrie oder die Medizinindustrie Angst hatte, dass wenn das sich verbreitet, durch die Diät Leute zu heilen, dass dann weniger Geld durch Pillen und Medikamente verdient werden kann. Das ist die erste Mythe. Genau, und die zweite Mythe ist auch, dass er nicht an Lungenentzündung verstorben ist, weil es ein Interview gibt, einige Tage vor seiner Verhaftung, wo er noch sehr, sehr frisch wirkte, und manche Leute bezweifeln, dass er innerhalb von 2 Tagen an Lungenentzündung verstorben wäre. Genau, was aber sehr, sehr, sehr interessant ist, war seine Verurteilung davor. Die war 1987, also verstorben ist er 2016, und seine Verurteilung war praktisch 1987 nicht wegen Geldwäsche, sondern weil er in einem Zeitungsartikel angegeben hat, dass er, also um Werbung für seinen Medizin-Ding zu machen, hat er angegeben, dass er AIDS, Depression, Bipolar, Krebs und viele andere Krankheiten heilen kann, nur durch seine Diät und seine Kräutersammlung praktisch. Und das hat dann, musste er zum Gericht, weil er erstens keine Lizenz hatte und zweitens praktisch das angegeben hat. Und er hätte beweisen müssen, dass er die Wahrheit sagt, indem er 9 Personen zu dem Gerichtssaal bringt,
9 Personen, die er geheilt hat und wo er wirklich beweisen kann, dass er die Personen mit seiner Diät geheilt hat. Und er hat 70 Personen gebracht von allen möglichen Krankheiten, wie zum Beispiel HIV oder Depression etc., die er geheilt hat, und dann ist er freigesprochen worden. Und da gibt es dann eine andere Mythe, und diese Mythe besagt, dass es nicht genug Medientumult gab, dass es hätte geben sollen. Weil wenn man sich vorstellt, wenn eine Person sagt, dass sie so große Krankheiten ohne Medikamente, Chemotherapie etc. heilen kann, dann müsste es eigentlich um die Welt gehen, was es aber nicht so getan hat, der Mythe nach. Und da ist dann auch wieder die Mythe, dass vielleicht die Medien und der Gesundheitssektor oder die Regierung miteinander verwoben waren und es deswegen nicht durch die Medien gegangen ist, wie es gehen sollte. Das ist eine weitere Mythe. Und jetzt kommen wir zu seiner Lehre praktisch, und ich will sagen, ich könnte Stunden darüber erzählen, weil es doch sehr, 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 sehr viel ist. Deswegen werde ich nur einzelne Aspekte für dieses Video rausziehen. Zum einen seine Diät, wie ich schon vorher gesagt habe, war auf Säure, basisch etc. Das heißt, er hat gesagt, wenn du eine bestimmte Sache isst, erzeugt es in deinem Körper ein bestimmtes Milieu. Also tierische Produkte oder Fast Food erzeugen ein sehr säurehaltiges Milieu, und dieses säurehaltiges Milieu wird dann, und diese Giftstoffe auch, die man oder die erzeugt werden, indem man sich durch tierische Produkte, Fastfood etc. ernährt, erzeugen dann Schleim und Eiter, und das führt dann zu verschiedenen Ablagerungen im Körper, und das führt dann zu verschiedenen Symptomen, wie zum Beispiel was in der westlichen Medizin als Krankheiten gekennzeichnet wird, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, Alzheimer, Krebs und so weiter und so fort. Des Weiteren sagt er, dass es eben, also er ist ein, der glaubt in Detox, also dass man die Giftstoffe aus dem Körper leitet. Also Giftstoffe erhält man zum einen durch Ernährung nach ihm und zum anderen auch durch äußere Einflüsse wie verschmutztes Trinkwasser oder verpestete Luft oder Aluminium in Konserven etc. Und wenn man zu viele Giftstoffe im Körper hat, kann es auch zu Krankheitssymptomen führen. Deswegen muss man praktisch dem Körper die Möglichkeit geben, dass er sich selber heilt und selber die Giftstoffe und Gifte aus dem Körper leitet. Außerdem hat er auch gesagt, dass er nicht an die Chemotherapie glaubt, weil ihn nach der Chemotherapie gute und schlechte Zellen beidermaßen zerstört und da keine wirkliche Abtrennung macht, und dass ihm nach die Chemotherapie deswegen nicht eine so hohe Erfolgsrate verspricht. Genau, das waren nur ein paar Punkte. Und jetzt zu Nipsey Hussle. Nipsey Hussle war ein amerikanischer Rapper aus Los Angeles, Kalifornien, und er ist kürzlich ermordet worden. Ich glaube, am März, also den 31. März 2019. Und das ist interessant, also es ist natürlich sehr, sehr traurig. Und Nipsey Hussle hat vor seinem Tod angegeben, dass er eine Dokumentation über Dr. Sebi kreiert, erstellt, wo er eben seine Biografie von Dr. Sebi erklärt und auch diesen Gerichtsprozess 1987 erklärt. Genau, und er hat auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er etwas aufpassen muss, weil es doch gegen diese westliche Medizin einfach eine andere Richtung ist. Und ich werde das Interview auch verlinken, wenn ihr es anschauen wollt, in der Infobox. Genau, und dann gibt es eben auch wieder die Mythe, dass praktisch er ermordet wurde, weil er über Dr. Sebi eben diese Biografie machen wollte. Genau, aber es ist halt wieder eine Mythe. Und ob ich in das Ganze glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin
Also wo ich mir sehr, sehr sicher bin, ist, dass man sich auf jeden Fall über alternative Medizin informieren sollte. Ob man jetzt dran glaubt oder nicht dran glaubt, finde ich es trotzdem interessant, wenn man seine eigene Recherche geht, einfach um unabhängiger zu werden und um etwas kritischer zu werden. Und ich fand, die Informationen, die ich während meiner Recherche bekommen habe, fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall teilen. Und wenn euch das Video gefallen hat oder ihr es wertvoll fandet, klickt auf jeden Fall auf den Like-Button oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.